herzlich willkommen zu diesem 9. Video aus meiner Reihe zur Scratch-Kara-Aufgabenstellungen. Wir betrachten wieder die Ausgangswelt von Kara und hier haben wir drei mögliche Startpunkte. Hier ist der erste Startpunkt, gezeichnet mit dem 1er. Hier ist dann der zweite Startpunkt von Kara und hier ist der dritte Startpunkt von Kara und Kara läuft immer hier nach rechts. Und das gesamte Programm, das du eben hier schreiben sollst für Kara, soll dann für alle diese drei Ausgangssituationen, also hier, hier und hier, die Kara eben dann haben kann, für diese drei Ausgangssituationen, soll dieses Programm dann funktionieren. Und Kara soll eben von diesen drei Startpunkten aus in den gegenüberliegenden Tunnel laufen, diesen dann wieder verlassen und bei einem Bild zum Stehen kommen. Und wir sollen hier Elemente aus dem Bereich der Steuerung, der Pulschen, Ausdrücke verwenden und wie gesagt, von allen drei Standpunkten muss dasselbe Programm aus dann funktionieren. Das würde dann hier zum Beispiel funktionieren, wenn ich das hier starten würde. Dann steht er los, kommt hier dann zum Beispiel zum Stopp und wenn ich den zweiten Startpunkt hier verwende, ich drehe mir jetzt wieder so wie es sein soll, starte ich es wieder. Das Programm dementsprechend, da würde dann Kara dann hier loslaufen, verlässt hier dann diesen Tunnel und kommt dann hier dann eben zum einem Ende, wenn er beim Fliegenpilz angelangt ist. Hier drüben haben wir die Lösung. Wieder eine Weilschleife, die alles hier umfasst, in dem Fall, was wir hier sehen können. Solange Not Mushroom Front, das heißt, solange Kara nicht vor einem Fliegenpilz steht, wird das, was hier erwähnt ist, alles abgearbeitet. Und hier sieht man schon, ich habe hier mal drei If-Blöcke, die ich hier aus der Steuerung entnommen habe. Und diese drei Blöcke beinhalten dann die Lösungen auch für diese drei Tunnels. Wenn eben dann ein Baum sich vor Kara befindet, das wäre dann hier zum Beispiel dann der Fall, und wenn eine Verschachtung, also ein weiterer If-Abfolgerin, wenn sich links ein Baum befindet und rechts ein Baum befindet, was hier ja dann der Fall ist, der steht dann ja hier praktisch, wenn ich jetzt hier reinsetzen würde, dann wäre links und rechts etwas, vor ihm wäre dann etwas, dann soll es sich zweimal umdrehen, also er soll dann left und rennt er wieder heraus. Dann, wenn wiederum ein Baum sich vor ihm befindet, wie es dann hier zum Beispiel der Fall wäre, nehmen wir uns Kara setzen rein. Wenn sich rechts nicht befindet, ist not tree right, dann soll er sich nach rechts drehen. Das wäre hier wiederum der Fall. Und hier hätten wir dann den Fall, wenn sich eben ein Baum wieder vor ihm befindet und dann, wenn sich eben links nicht befindet, dann soll er sich nach links drehen. Und wenn diese Bedingungen erfüllt sind, die dann eben festlegen, wie er sich dreht, ob er sich umdreht, ob er sich einmal nach rechts dreht oder nach links dreht, soll er diesen einen Schritt dann vorausmachen. Das wäre jetzt dementsprechend dann auch die Lösung dieser Aufgabenstellung.